Hallo, meine Freunde, damit herzlich willkommen einmal wieder hier zurück beim Backpulververteiler-Simulator mit meiner Wenigkeit. Schöne neue Folge, grüß euch. So, wir starten diesmal erst im Spiel pausiert, denn ich muss mal ein bisschen loswerden, beziehungsweise muss mal kurz auf eure Kommentare reingehen. Erstmal danke, dass ihr kommentiert, das ist sehr schön, beziehungsweise, dass ihr euch dran beteiligt. Es wurde schon in den Kommentaren richtig angemerkt, aber ich sag's jetzt hier nochmal per se im Allgemeinen, wir können das hier erstmal so weitermachen. Wie bei allen Let's Plays, gut, vielleicht für die Leute, die jetzt durch den Drug Dealer neu auf den Kanal gekommen sind, die wissen es vielleicht noch nicht. Ich nehme immer viele Folgen teilweise im Voraus auf. Das liegt zum einen daran, weil das zeitgünstiger ist, also effektiver ist, und zweitens, weil es auch einfach manchmal nicht anders geht. Deswegen kann ich auf manche Feedback-Kommentare nicht so schnell eingehen. Ja, das ist das Erste. Das Zweite, ich weiß, diese Linie da unten zeigt mir an, wo was ist. Sprich, ich muss nicht jedes Mal auf die blöde Karte theoretisch gaffen. Das weiß ich. Das war ja auch schon in der Demo bzw. im Freesample so. Warum mache ich das trotzdem? Weil ich dann auf die Schnelle sehe, wo was ist. Also der ist da, da weiß ich, ah, da muss ich dorthin und muss nicht immer hier unten hingucken. Und habe dann im Endeffekt, weil ich gucke dann ja mit den Augen da nach unten und habe nicht mehr den Blick nach links und rechts, wo den Bullen sein könnten. Das ist die eine Sache. Danke für den Tipp, den habe ich in der Tat jetzt erst gelesen, mit, dass wir keine Gläser mehr brauchen, sondern diese Metallbehälter und dass die Info im Spiel falsch ist. Okay, das ist schon mal sehr gut, werden wir uns dann, sobald die Polizeistunde vorbei ist, auch mal aneignen. Das passt nämlich. Ich meine, diese Metallbehälter, wo 150 Gramm reinpassen, sind natürlich top. Dass alles reinpasst, gut, passt ja in den Gläsern auch rein, aber das sind schon mal auf jeden Fall besser als die Gläser, beziehungsweise so viele Gläser, ne? Klar, passt also auch. Thema Grenze. Dass man an gewissen Stellen Rucksäcke halt rüberschmeißen kann und dann drüben aufheben kann. Jo, das passt an sich auch. Ich hatte es ja schon mal probiert, zwar hier irgendwo hier vorne, da hat es nicht funktioniert. Aber irgendwo bei dem Turm habt ihr ja gesagt, beziehungsweise schon in den Kommentaren, geht das. Könnt ihr mir tagsüber was bringen oder ein bisschen Geld sparen rein theoretisch. Nachts über aber eher sinnlos, weil ich muss ja trotzdem irgendwie, ne, darüber. Klar, man könnte Geld sparen, müsste dann erst wieder hin. Ist aber eine Möglichkeit, ist mir bekannt. Danke nochmal hier für den Tipp. Ja, man kann auch hier eigentlich unter den Dings, also es war mal so, jedenfalls in der Beta, dass man hier was reinstellen konnte. Ja. Aber ihr seht, da wo der Laptop ist, da geht nichts mehr. Also ich kann hier F klicken, benutze Laptop und das war's. Das Ding haben die hier dicht gemacht. Wir haben nur noch den Schrank und das war's. Beziehungsweise hier, das geht auch nicht, das geht auch nicht, der geht auch nicht. Ne? Also in der Beta ging das, beziehungsweise im Freesample, hier geht das nicht mehr. Deswegen, der Schrank ist halt so voll, wie er halt dementsprechend voll ist. Deadvision. Ansonsten noch die allgemeine Information, dass wir hier unser flüssiges Gold und alles auch noch veredeln können. Ja, das ist soweit richtig. Das müssten wir dann dementsprechend auch tun. Beziehungsweise im Nachhinein dann bald tun, weil das bringt halt in der Tat wirklich noch mehr Kohle. So, das erstmal die allgemeine Info bis hierhin. Und jetzt sehen wir mal zu, dass wir weitermachen. So, gut. Also, machen wir per se mal weiter. Ihr seht immer noch, wir sind immer noch in der Ausgangssperre. Wir haben immer noch einen neuen Auftrag bis Dienstag. Jetzt schon mal 7x5. Und wir kriegen immer noch weiter Aufträge rein. Neue Mischung gerade für unser edles Gold. Und was wollen sie jetzt noch? Hier für unser zweites Backpulver. Habe ich jetzt mittlerweile rausgesucht, beziehungsweise mir errechnen lassen. Deswegen werden wir das dann beim nächsten Mal mit durchgehen. Das sollte jetzt kein Problem sein. Weil wie gesagt, das normale erste Backpulver haben wir ja hier schon ohne Probleme. Ne? Das haben wir jetzt ja schon seit Ewigkeiten. Und das werden wir dann demnächst einfach den nächsten mitnehmen, wenn sich es halt dementsprechend wieder lohnt, beziehungsweise wieder funktioniert. Hier ist erstmal ja nicht gefunden, sehr gut. Dann schauen wir mal, und ich schaue schon wieder auf die Karte, ne, Fields Batman. Aber ja, so ist es. Gehen wir mal hier weiter, hier rum, darüber, und dann läuft der Hase dementsprechend auch. Denn so schneller kommen wir dann am Ende des Tages da auch mit an. Wenn wir das Ganze noch mixen, haben wir eigentlich alles. Also, oder fast alles eher gesagt. 14 Meter. Okay. Hier drüben oder was? Lol. Hier. Grüß dir. Haben wir alles, beziehungsweise fast alles. Umgestellt auf Kundenbindung. Ich sag's mal so. Dann sind.
Backup. Genau, dann haben wir alles umgestellt auf Kundenbindung. Das Problem an der Geschichte ist, oder was ist das Problem? Sobald die Kundenbindung da ist, müsste man eigentlich, oder sollte man eher gesagt, man muss nicht, aber man kann, sollte man eigentlich wieder umstellen auf weniger halt, ne? Dass es uns die Kunden nicht beim Konsum der neuen Backzutaten komplett aus dem Leben schlägt. Ne? Inwiefern wir darauf achten wollen, müssen oder können, ist dann halt so die Sache. Ne? Das ist dann halt wirklich so die Sache. Wollen wir mal gucken, wenn es soweit ist. Aber prinzipiell schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Hier zum Beispiel ist ja so einer. Der will aber gleich mal eine ganze Menge. Also eine ganze, ganze Menge. Tja, aber da haben wir ja gerade noch, aber gerade noch so da. Also Halleluja. Dann hat er mir aber auch alles absolut weggekauft. Also wirklich, wir haben nichts mehr dann davon, ne? Also ich habe jetzt noch 4 und 7 sind 11. Okay. Das ist natürlich eine Ansage. Ich meine, habe ich kein Problem damit. Kommen Sie rin, kommen Sie ran. Und genauso vor meiner Haustüre. Das ist ja wunderbar. Ja, das sind unsere besten Kunden. Muss man ja wirklich sagen. Wo bist denn du? Ah ja, hier, Sie sind das. Grüß Gott, Lilly. Ja, bitteschön, ne? Viel Spaß, 1800 mit einmal. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Das gibt natürlich auch XP, ohne Frage. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Aber ich sehe gerade, wir können doch da wegen schon was machen. Einmal bitte zumachen, vielen Dank. Wir können doch schon was machen. Und zwar habe ich ja hier noch, ich meine, die Dinger sind voll, wenn ihr alles da ist. Na gut, voll würde ich es jetzt auch nicht nennen, aber sie sind auf jeden Fall gut. Da müsste ich nicht wohin. Na gut, man könnte das erstmal da unten hinlegen. Ja, Warte mal, steht das erstmal hier rein? So. Ja, das können wir eigentlich auch mal wieder auffüllen. So, dass das aber auch weg ist. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann muss ich mal kurz gucken, haben wir denn überhaupt noch genug Zeug da? Das ist nämlich jetzt so die Frage. Wir brauchen 20 Zucker, 5 mal Freude. 3 mal Freude. 5 mal Freude. Passt. Und dann brauchen wir das. Ja, da haben wir sogar genug da. Ich bin beeindruckt. Gut, dann wollen wir mal. Dafür muss ich einmal den hier machen. So, das Ding müssen wir eigentlich dann auch mal noch ein bisschen moderner machen. Ich weiß. Aber vorerst geht das halt noch nicht. Das werden wir dann beim nächsten Mal machen. So, ich schau gerade, passt das? Das passt. Wunderbar. Dann mal bitte bearbeiten. Ohne Verlust, wohlbemerkt. Sehr schön. Dann ziehen wir einmal das rein, weil. Hä? Ist doch. Oder habe ich jetzt hier noch was drin, was ich reingehört? Nö. Inhalt nichts. Sehr gut. Mehr ist es doch. Oder nicht? Paul? Hä? Happy, wo, was? The substance must win power from a meal. So. Ach, so. Ja, okay, wir brauchen eine Mühle. Verdammt! Aber egal, wir können das hier schon mal mit reintun. Und das können wir auch schon mal hier im 20er-Dings mit reintun. Jawohl. Okay, ich dachte, das ist das nicht. Nee, warte mal, das ist. Ah, nee, stimmt, das ist ja. Klar. Das ist ja Kristall. Also, nicht die Droge Kristall, bitte nicht falsch verstehen, sondern Kristalle. Das sind ja Kristalle. Die müssen natürlich erst natürlich verwurstelt werden. Das ist ja ganz klar. Ja, 12 und den Rest müssen wir erstmal hier gucken. Da müssen wir erstmal gucken. Die Kristalle müssen natürlich erst, naja, klar. Naja, man lernt nie aus. Man lernt wirklich hier nie aus. Da unten, durch meinen. Und da müssen wir mal wieder über die Grenze drüber. Um da noch weiter zu gehen. Na, ziehen wir mal hier dran vorbei. So. Bestimmt Tunnel. Sieht gut aus. Ah ja, ne klar. Servus. So, grüß dir. Klar, hab ich alles. Einmal, zweimal,
Viel Spaß. Level 29. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das gefällt mir. Dann wollen wir mal kurz gucken, was wir da drüben am Supermarkt will. Dann hauen wir nämlich dann gleich wieder durch den Gullideckel ab. Okay, gucken wir mal. Der will... Na, och, Alter, wegen so ein bisschen Kack. So, was will der jetzt hier? Auch noch. Ja gut, das ist, muss ich erst mal gucken, Moment. Ja doch, Hammer. Aber trotzdem, warte mal, 1, 2, 3 und 2. Oder wann ist jetzt 1? Warte mal, ich nehme erst mal 3, ich hab's schon wieder vergessen. Ihr habt's schon wieder vergessen, das waren 2, wunderschön. Gut, dann halt dementsprechend noch 2. Gut, was ist das alles jetzt in der Hosentasche? Naja, aber gerade so. Der muss ja nochmal einzeln latschen. Ah, Gott. Aber egal, komm her. Moment, wenn es hier schon wieder ein Auftrag von hier drüben reinkommt. Oder ist der jetzt hier? Ah ja, okay. Ich nehme meine. Ich nehme den Koffer. Ich nehme den Koffer. Ist kein Problem. Aber wir nehmen ja trotzdem schon mal hier. Also wir wollen ja nicht so sein. Wir können das ja schon mal einstecken. Na, so nett sind wir ja. So. Alter, jetzt gehen sie aber hier wieder drauf steil, oder? Ja klar, ist ja sonst nicht so das Problem. Moment. Aber schön, dass sie das jetzt ja wenigstens mal hier mit wegnehmen. So, machen wir erstmal das Glas leer. Dann sind das 10, dann sind das 14. Und dann brauche ich jetzt hier noch 2. Das ist jetzt zwar wieder komplett gesplittet. Und alles ein bisschen für einen Eimer. Aber besser als nichts. Hier muss ich kurz gucken, habe ich überhaupt zu viel? Scheint mir ja nicht mehr so, ne? Ist mir das Ding echt ausgegangen? Ist ja absoluter Wahnsinn. Ja, ist mir ausgegangen. 5 und 19. Das sind 24. Und du willst 21. Ja, das geht aber gerade so. Aber gerade so geht das. 21. So, das sind 19. Das heißt, ich nehme 10. Und dann nehme ich mal 2, 4, 6, 8. Das ist blöd, nehme ich mal 3. Dann habe ich hier die 19. Und dann nehme ich 19, 21, ne? Ja, gut, zack, zack. Gut, eine Vermischung jenseits von Gut und Böse. Der wollte das da drüben, die anderen sind alle hier, der hier hinten will das. Okay. Gut, auf. Dann dauert es halt, bis wir nochmal hier rüberkommen, beziehungsweise müssen wir erstmal noch kurz einen Zwischenschritt machen. Sieht gut aus. Das sieht wirklich schön aus. Dann bewegen wir uns nochmal mit Vollgas hier hinter. Man merkt, wir wirken ja gut, so wirklich viel merkt man jetzt von unserer Stamina auch nicht. Ob das nun wirklich so wunderbar besser ist. So, grüß dir, du schon wieder. Ja, deine Kunden warten, meine warten auch. So ist es ja nett. So, 10. 16, ne? Danke. So. Da muss man mal wieder ein bisschen aufpassen hier. So, gucken wir mal. Sauber. Sauber. Immer weiter schön durchgehen. Over. Ziehen wir hier dran vorbei. Danke Container, könnte man da schon sagen. Eine Bombenstimmung hier um 24. Oh, praktisch, 24. Na dann, Glückwunsch, feiern. Och, Alter, schreck mich doch nicht so. Grüß dir. Du wolltest jetzt das, ne? Habe ich ja alles jetzt hier komplett zusammengesucht. Nur wegen dir. So, viel Spaß. Und der andere, warte, habe ich den jetzt hier drüben? Ne, hier ist nämlich auch noch einer. Deswegen, gar nicht mal so verkehrt auf die Scheißkarte zu gucken. Ja. Einmal, zweimal Spaß haben. Dankeschön, reingehauen. So. Dass sie mir gutes Geld. Laufen. Dass sie mir hier gutes Geld einbringen. Dann laufen wir einmal hier rüber. Legen unseren Dings ab. Die Questanzeige kommt manchmal aber auch wirklich nicht so richtig hinterher. So. Aber ich habe die hier drüben. Warte mal. Ja, nee. Okay, die müssen jetzt mal kurzerhand warten.
bis ich jetzt hier beim Supermarkt war. Wir können die ja nicht Ewigkeiten warten lassen. Auch wenn es natürlich wieder so eine Kindergartenbestellung ist. Aber da geht es ja auch ein bisschen ums Prinzip, ne? So, ziehen wir mal hier ein Bild durch. Ziehen wir hier durch. So, und dann ist er nämlich wieder hier hinten. Auf der anderen Seite der Mauer. Grüß dir. Ach, du solltest deinen Wohnort wirklich umverlegen. Das ist ja halt, und gerade für solche Kindergartenbestellungen hier ist das eher so eine Sache. Gut, vielleicht sollten wir ja einfach auch mal ein bisschen mehr sprühen. Vielleicht lohnt sich das dann auch mehr. Dass wir auch mal ein bisschen mehr nehmen. Außer hier solche Pillepalle. So, ziehen wir hier einmal durch. Hier rum. Da rein. Hier rum. Und wieder rüber. Und schon können wir wieder in unserem Stammgebiet arbeiten. Schöne Sache. Schöne Sache mit den Gullideckeln. Wirklich schöne Sache. Da kommt der nächste Auftrag schon wieder rein. Um 4.45 Uhr. Menschenskinder, die schlafen ja auch nie. So, einmal bitte hier rein. Vielen Dank. So, was war da denn jetzt alles? Menschenskinder, warte mal langsam. 38? Achso, ja klar. Können wir machen. 38 und Kohle. Das ist sehr gut. Kümmere ich mich schon mal kurz um die 38. Nehmen wir das nämlich mal hier raus. Das sind das 30. Und dann 38. 2, 4, 6, 38. Sehr schön. Dann fügen wir ja den ganzen Spaß erstmal mit ein, dass das wieder weg ist. So, was willst du jetzt? Das ging schnell. Vielen Dank. So. Nee. Das wird eher nichts, oder? Nee, nee, leider. Es ist out. Jungs, es ist out. Es tut mir leid. Da musst du leider warten. Ja, dann sind das 4. Dann sind das 3. Dann sind das 2. Und da sind das nochmal 2. Ist ja Wahnsinn. So, also 4. 2 mal 2. Dann 3. 3. 2. Eine bunte Mischung heute wieder. Und 2. Das Problem ist, ich könnte es jetzt auf die Schnelle. Ich muss auch gerade mal gucken. Ja, ich meine, das ist eigentlich. Ja, doch, wir könnten. Eigentlich könnten wir. Wohlbemerkt auf eigentlich. Also, puh, das ist jetzt nicht viel, was da zusammengemengt werden müsste. Aber naja, wartet mal. Ich nehme mal kurz den hier und füge das mal hier mit ein. Das wird ja eigentlich vermehrt mit Dis. Okay, warten Sie mal bitte. Gehen wir mal kurz hier rein. Da muss ich mal kurz gucken. Wir haben, der will. Der kauft ja eh. Das ist ja relativ egal. Ja. Hm. 15. Ich nehme mal kurz hier. Das sind 7. Das sind 2, 7. Das hier ist, wenn du mal 5 und mal 2. Dann legen wir das mal 7 und 2. Und dann sind das 7, 10, 11. Also sprich, wir müssen das eigentlich nur mit mal 4 verdudeln. So, gucken wir mal kurz. Ich hab ja hier irgendwo, wo haben wir es denn? Hab ich denn noch irgendwo? Ja, aber eigentlich brauche ich mal kurz den hier. So, einen Moment. Vielen Dank. Nein, ja. Stimmt, also machen wir einfach mal 5. Fügen wir das hinzu, klar. Und dann muss ich mal kurz hier. Nein. Ja. Und dann wollen wir mal kurz gucken, das müsste ja. Nein, dankeschön. In den hier eigentlich auch so gehen, zack.
Wähle erst eine. Ach, bist du denn blöd? Zieh rein hier. So, dann sind das 16. Wir haben Verlust bis zu 1%. Das heißt, wir ziehen jetzt sicherheitshalber einfach hier nochmal 1 rein. Und dann werden wir den Mix anwenden. Ja, wir nennen das jetzt einfach mal neuer Kucke. Und Mix, komm, 17. Wenn wir einen Verlust haben, ist das nämlich kein Problem. Da kann man das ja immer noch ein bisschen ausmehren. Aber somit können wir das Ding wenigstens schon mal mit annehmen. Das ist dann schon mal besser als nichts. So, gut, also kriegen wir dann das doch hin. Da müssen wir rüber. Da müssen wir jetzt mal kurz warten. Ja. Das kriegen wir noch hin. Eieieiei, die werden ja auch immer hier 34. Das sind 30, das sind 34. So. Gucken, ob der Spaß jetzt gleich vorbei ist. Sehr gut. Dann werden wir das Produkt mal verpacken. Ja, ist doch ganz gut geworden. Da haben wir 10 und dann haben wir 5. Das passt. Den Rest, der wandert einfach mal konsequent in den Mülleimer. Dankeschön. Und dann passt das Ganze. Gut. Da muss ich kurz gucken. Einmal hier, einmal dort, einmal da hinten, da dran und dort. Okay, gut, passt. Gucken wir mal, ob wir alles richtig dabei haben. Da läuft das Ganze. Polizeisperre wird erst in 2 Stunden aufgehoben. Also, halt, warte mal, hier ist ja gleich einer vor meiner Haustür. Praktisch. Grüß dir. Ach, du wolltest das gleich haben. Na klar. 5 und 10. Viel Spaß. Ist nicht die geilste Qualität, ich weiß, aber egal. Man muss das nehmen. Ich sag mir immer wieder, pfuschen nur, wenn's not tut. Ja? Pfuschen nur, wenn's not tut. Ich meine, die Dame, wir haben es jetzt kurz vor 6 Uhr, die will halt einfach backen. Ne? Wenn ich da jetzt sage, nee, ist nicht, das ist dann ja auch scheiße. Ne? Also von daher, dann lieber so, ja, als gar nicht. So. Grüß dir, vielen Dank. Da muss man auch einfach mal an die Kunden denken. Wo drehen die Deppen jetzt hin? Die ziehen nach dort ab. Sehr gut. Sehr gütli, sehr gütli. Over. Weil jetzt haben wir halt keine Deckung mehr. Was ja klar ist. Grüß dir, wir haben jetzt nicht allzu viel Zeit. Deswegen gib die Scheiße mal her. 585 ist jetzt auch nicht so viel. So, hier. Danke. So, wo? Uha, uha, uha. Da kommen die jetzt schon wieder von vorne. Aber wir haben jetzt hier auch nichts mehr. Wir müssen jetzt da die Straße runter. Na klar. Wie gesagt, das interessiert die halt null, ne? Ziehen wir kurz hier dran vorbei. Dann ziehen wir hier dran vorbei. Grüß dir. Kriegst kein Geld von mir. So, servus. Immer ein schönes Ding, sich hier hinzustellen. Ne? Also, das ist ja absolut nicht gefährlich oder irgendwie was in der Art. Ich hoffe, das sind meine Außendienstmitarbeiter, die mich hier anfunken. Und die sagen, die haben die Kohlen. Ja, will ja mal schwer hoffen. So, 2 dort. Gut. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, es ist auch mit M einfach einfacher, ne? Die Karte geht kurz auf, man sieht, was ist Phase. Ne, und dann läuft das doch. Als wie erst hier unten zu gaffen. So, grüß dir. Ja, Kunden warten, das ist, ich beglückwünsche dich dafür. 30 und was willst du? 38. So, bitte. Ne, läuft doch. 30. So. Dann gucken wir mal, die eine ist dort, die andere müsste eigentlich gleich irgendwo nebenan sein, wenn man hier alles täuscht. Grüß dir. 3. Ja, hier. So, mal kurz gucken. 25 Meter? Okay. Du bist hier, grüß dir. So. Der Rest war jetzt irgendwo noch hier unten. Ausgangssperre in einer halben Stunde weg. Ah ja, ist der, ne? Den kennen wir ja. Grüß dir.
Ja, dann her damit. 2000! Sehr gut. Neuer Mitarbeiter des Monats. Würde ich mal behaupten. Das passt soweit. Gut, die haben ja auch. Ich schreibe mir das jetzt nicht auf, was die jedes Mal kriegen, ne? Davon mal abgesehen. Aber trotzdem. So. Noch die Aufträge annehmen, die jetzt hier reinkommen. Beziehungsweise. Alter Schwede. West Downstreet. Okay, wir müssen das West Downstreet machen. Was war denn das jetzt schon wieder? Achso. Krisch mal hin, hier ist nichts mehr drin. Dann kriegt er hier noch 12. Von mir aus. 12. Der muss warten. Hab ich leider nicht mehr, es tut mir leid. Also das könnte ich jetzt nicht mal mehr zusammenmixen, ne? Den muss ich leider ablehnen, sorry. So, was ist jetzt hier? Erträge, sind die Kohlen? Das kann ich nicht machen. Das können wir machen. Das sind die Kohlen. Und das ist die Kohlen. Okay, wunderschön. Dann machen wir hier noch 20 oder was? Achso, 20 von denen. Okay, ja, klar, das ist ja noch einfacher. Dann nehmen wir mal kurz diese 10 und dann 16. Okay, 16. Dann ist das auch leer. Und 16 und hier nochmal 4 raus. Dann müssen wir erstmal wieder Bestandsaufnahme machen, was jetzt hier halt Phase ist. Dort, dort, dort und dort. Okay. Und dann müssen wir noch rüber und dann haben wir es eigentlich. Ich hoffe jetzt erstmal, müsste jetzt gleich aufgehoben werden, dass uns die Bullen erstmal per se nicht auf den Sack gehen. Das ist immer schön, wenn die einfach Abstand halten. So, wo sind der jetzt hier? So, hier irgendwo, grüßt ihr. Jupp, Gämse her. Die anderen sind irgendwo hier drüben, das waren jetzt 900. Ja, ist in Ordnung. Polizeisperre aufgehoben. Sehr gut. Dann muss ich trotzdem mal gaffen. Hier und dort, aber es ist ja, siehst du, das meine ich, das ist der Wahnsinn. Auf der Karte findet man es wenigstens. So, jawohl. Der andere ist ein Kennel drüben, ne? Genau, deswegen kommen wir da nicht ran. Der andere ist da noch ein East-Dings. Jut. Das passt. Dann schwenkt man doch mal so langsam rum hier. Bitte ignoriert mich. Hey, you, stop right there. Ja, ja, ist da alles gut. Alles gut, Officer, verpisst euch! Ihr könnt mich mal! Verdammt nochmal! Blöde Typen. Ja, what the hell ist es? Der ist ins Haus gelaufen. What the hell ist er denn? Ach, Sackgang. Gut, müssen wir kurz warten. Da war mir schon fast klar, dass die wieder rumnerven. Das war mir schon fast wieder klar. Soll ich verbissen? Soll ich meine Arbeit machen lassen? So. Ich glaube, der hier drüben will erstmal das Zeug. Das ist mir gar nicht so verkehrt. Hier ist der andere. Ach nee, der wollte das. Die restlichen sind alle hier dort. Gut, gilt als geflüchtet. Vielen Dank. Gott sei Dank habe ich so lange Beine. Ja, vor dem Pfosten hier. Da. So schön. Ah, da rennen sie hier schon wieder. Ach Servus, sie sind neuer Anwärter. Das war auch nicht verkehrt, aber brauche ich gerade nicht. Ah. Schön, wie der immer noch rennt. So. Was willst du? 20. Das war das hier, ne? Vielen Dank. So. Voilà, da rennt ja schon. Rennt ja noch der nächste Cop. Holy shit. Was rennen die alle so blöd rum? Hier angeblich irgendwo. Okay. Ach hier! Grüß dir. Ja, hab ich eigentlich. Also, warte mal, ich gerade mal kurz gucken. 12? 4x4? Sind 16? Moment. Kurz überlegen. 2, 4, 6, 8.
10, 12, doch heute. War für dich. Na, nicht, dass ich irgendwas Falsches abgebe, das ist nämlich blöd. Das wäre ziemlich blöd. So, kriegst du? Okay. Gut, dann machen wir jetzt hier nochmal rüber. Sammel den ganzen Spaß ein. Alter, tauchen die halt einfach hinter mir auf. Läuft. So, mein Gott, Alter. Wegen dir muss ich jetzt hier wieder aufpassen. Das für 228 Dollar. Dein Ernst? Was haben wir denn heute? Sonntag. Bis Dienstag muss das Gelümpel drüben sein. Ist kein Problem. So, mein oh mein. Das muss dann einmal bei Downtown hier hinten geliefert werden. Ja, umso besser, dass wir dann die Großbestellung schon mal da drüben abliefern. Ich habe jetzt 10.000 an Kohlen. Warum habe ich Backpulver einstecken? 12 Kilogramm. Muss auch ein bisschen bekloppt sein. Aber hey, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Kann man von mir aus mal machen. So, gut. Dann passt das. Gehen wir hier einmal rein. Und dann müssen wir erstmal die erste große Bestellung des allgemeinen Tages anfordern. Habe ich denn meine Schulden eigentlich schon bezahlt? Eigentlich schon, ne? Ja. Okay, wir können einfach ein stinknormales Dings machen. Das ist sehr gut. Aber meine Freunde, wir sind erstmal wieder fertig hier für den Part. Deswegen danke ich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, auch daran. Tschüssi, Gowski.